Hallo, so, wir sind fast am Ende des Kapitels Gruppenkommunikation. Ich möchte noch ganz kurz ein paar kleine Fallstudien Ihnen vorführen und das Kapitel noch zusammenfassen. Eine Fallstudie, ein Beispiel, das man auf jeden Fall gehört haben sollte, ist das altehrwürdige ISIS-System. Altehrwürdig ganz wörtlich hier 1985. Dürfte eines der ersten Beispiele gewesen sein für ein System, das tatsächlich praktisch und einsetzbar Prozessgruppen verwalten konnte und dabei auch mit wechselnder Mitgliedschaft umgehen konnte. Aus diesem ISIS-System heraus entstand dieses Modell der virtuellen Synchronität, viewsynchrone Auslieferungen von Nachrichten. Und es sind hier in diesem ISIS-System viele der Multicast-Semantiken entstanden, die präzise definiert wurden in Bezug auf ändernde Mitgliedschaft, was damit gemeint ist und so weiter. Es ist zweifellos eines der Pionierarbeiten in diesem Kontext und in der verlässlichen, im Gebiet der verlässlichen verteilten Systeme. Es gab da so ein paar Erfahrungen, praktische Einsichten davon. Nun ja, atomarer Multicast ist Größenordnung, teilweise mehrere Größenordnungen langsamer als kausaler Multicast und in der Regel hindern sie auch den Sender dann am Weiterarbeiten dadurch. Aus den Erfahrungen, die damit gemacht wurden, zum Beispiel wurde auf dem ISIS-System ein kooperativer Editor entwickelt, sodass mehrere Leute gleichzeitig an einem Text editieren konnten. Daraus kam die Lektion heraus, dass Einfachheit der Programmierbarkeit, Verlässlichkeit des Programmiermodells eine große Bedeutung haben. ISIS war gut geeignet, mit vielen kleinen Gruppen umzugehen. Gerade sowas wie der atomare Multicast wird teuer, wenn Sie das in großen Gruppen machen. Die konnten in Hierarchien angeordnet werden. Und das präferierte Modell als Erfahrungsschatz daraus war, dass die Servergruppen diese ISIS-basierte Kommunikation benutzt haben. Dass Clients allerdings keine Gruppenkommunikation benutzt haben, sondern sich mit irgendeinem Server verbunden haben und mit dem konventionell geredet haben, um dann innerhalb der Servergruppe Multicast zu benutzen. Das hatte praktische Aspekte, unter anderem eben die Tatsache, dass sie im Internet nicht von Multicast ausgehen können und auch den Aspekt, dass sie auf der Client-Seite eigentlich ein einfaches Programmiermodell wieder bevorzugen würden. Ja, Sie ahnen 1985, wenn Sie das versuchen, heute zu installieren, wird das nicht ganz einfach. Ob Sie den Quellcode überhaupt finden, wäre ich nicht ganz sicher. Aber das ist weiterentwickelt in ein System, das V-Sync heißt. Es gab ein paar Zwischenschritte. Nach ISIS kam Horus. Es ist ein paar Teile der ägyptischen Götterwelt abgearbeitet. Die mehr oder minder aktuelle Variante ist V-Sync. V-Sync ist eine Bibliothek, um verlässliche Cloud-, Nicht-Cloud-Anwendungen zu bauen, basierend auf replizierten Daten. Das ist dieses Modell der replizierten Zustandsmaschine und benutzt Gruppenkommunikation, virtuelle Synchronizität, ähnlich wie das ISIS-System tut. Es ist etwas ungewöhnlich für viele Beispiele hier, all dieweil es eine C-Sharp-Implementierung ist, die auf .NET aufsetzt. Angeblich geht es auch auf Mono, wäre in der aktuellen Version zu prüfen, kann ich Ihnen im Moment nicht versprechen. Und es soll das Schreiben verteilter, skalierbarer, verlässlicher Anwendungen einfacher machen. Die interessante Abstraktion ist jetzt hier, dass es von einer Prozessgruppe zu einer Objektgruppe geworden ist. Wir haben also nicht mehr Prozesse, die miteinander reden, sondern einzelne Objekte, die sich andersrum formuliert, sondern ein Objekt kann sich in eine Gruppe aufspalten mit identischen Kopien, identischen Instanzen und dann müssen Sie die Manipulation des Zustands des Objektes entsprechend konsistent halten. Wie machen Sie das? Indem Sie die Getter- und Setter-Methoden für ein Objekt in Gruppenkommunikation abbilden, indem Sie zum Beispiel eine Setter-Methode auf einem entsprechenden Objekt auf einen totalen Multicast abbilden, sodass wieder alle ihre Instanzen gleich in Zustandsfolge sehen und den Getter können sie dann lastbalanciert zu irgendeiner Instanz leiten. Ja, das ist die Grundidee. Es sind noch ein paar weitere nette Funktionen dabei. Es ist noch ein Checkpointing dabei, sodass sie auch wirklich Systemausfälle überleben können, indem sie wieder zum letzten Checkpoint zurückrollen.
und so weiter und so weiter. Aus dem V-Sync gab es dann sogar noch eine weitere Evolution, das ist das Devecho-System, das im Prinzip an dem gesamten Network-Stack vorbeigreift. Die Beobachtung war, die Netzkommunikation ist ja teuer und aufwendig und limitiert den Durchsatz und setzt direkt auf RDMA, Remote Direct Memory Access, auf. Ja, Sie können damit direkt in den Arbeitsspeicher einer anderen Maschine schreiben, hoher Durchsatz, geringe Latenz, spezialisierte Netzwerkprotokolle dazu. Und dann haben Sie solche replizierten Objekte als mehr oder minder direkt in den Speicher, in die Speicherverwaltung integriertes System. Das Netzwerkinterface greift dabei im Prinzip an CPU und Betriebssystem vorbei, direkt in den Hauptspeicher. Ja, also Sie sehen, es gibt da eine ganze Reihe von Systemen. Das sind nur drei Beispiele von historisch bis sehr aktuell. Vieles und vielerlei existiert da. Und in einem gewissen Sinne werden auch viele der Kapitel, die jetzt noch kommen, immer wieder mal Ideen aus diesem Gruppenkommunikationskapitel aufgreifen. Zum Beispiel wird uns immer wieder totale Ordnung begegnen in verschiedensten Kontexten. Was mich zur Zusammenfassung bringt: Gruppenkommunikation ist ein wesentlicher Baustein, ist ein wesentlicher Building Block in verteilten Systemen. Die unterschiedlichen Ordnungssemantiken, die wir uns überlegt haben, haben ihren Sinn. Sie brauchen die alle. Sie brauchen die alle, um die Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen abzubilden und um vernünftige Trade-offs zwischen Programmierbarkeit und Leistungsfähigkeit zu erzielen. Die Implementation davon, die Realisierung davon ist teilweise nicht trivial. Sie haben gemerkt, bis wir uns die Vector-Clocks zusammengesucht hatten, das hat etwas gedauert. Das ist vielleicht geht das auch schneller, aber man braucht etwas Erklärungsaufwand. Eine atomare Ordnung zu implementieren ist auch nicht ganz einfach, wenn Sie die Fehlerfälle mit abdecken wollen, die wir hier alle großzügig unter den Tisch gekehrt haben, im Wesentlichen. Aber das müssen Sie auch nicht selber machen. Dazu gibt es diverse Frameworks, die Ihnen vieles davon abnehmen können. Ich möchte noch auf einen Punkt explizit hinweisen, der vielleicht nicht ganz klar rausgekommen ist. Diese Multicast-Semantiken kann man kombinieren. Typischerweise werden Sie Reliability eigentlich immer fordern. Es ist kaum vorstellbar, dass Sie besonders spannende Anwendungen ohne reliable Multicasts bauen können. Irgendwas geht bestimmt, aber normalerweise fordern Sie reliable. Aber die beiden anderen Aspekte sortieren sich ja auf zwei Achsen ein. Das ist einmal die Frage, haben Sie Atomarität, ja oder nein? Und wir hatten ja schon gesagt, Atomarität können Sie mit FIFO kombinieren oder halt auch nicht. Zur Atomarität plus FIFO totalen Ordnung. Damit haben wir Atomarität auf einer Achse und auf der anderen Achse haben wir Reihenfolgetreue. Haben wir eben keine Reihenfolgetreue, es darf sich beliebig umsortieren. FIFO ist wenigstens die Reihenfolgetreue pro Sender und kausale Ordnung. Das ist eine typische Hausaufgabe, sich zu überlegen, dass Kausalität FIFO-Ordnung impliziert. Das steht in der Definition fast da. Das heißt, Sie haben auf dieser Achse Wahlmöglichkeiten. Das heißt, Sie haben atomar Ja-Nein für Verhältnis von mehreren Nachrichten zueinander, einheitliches Ausliefern und Reihenfolge. Gar keine Reihenfolgetreue gefordert, FIFO nur pro Sender Reihenfolgetreue gefordert, kausal Ursache-Wirkung. Und alle diese sechs Kombinationen gibt es und alle diese sechs Kombinationen sind sinnvoll. Und die Entscheidung kann Ihnen kein Framework abnehmen, das muss der Anwendungsentwickler jeweils entscheiden. Ja, und um das zu entscheiden, brauchen Sie ein gewisses Verständnis dafür und ich hoffe, das habe ich Ihnen in den Videos zu diesem Kapitel vermittelt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Kapitel wieder.